Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Sky Factory 3. Okay, also, ich habe ausgehend schon mal hier das Sein fertig gemacht. Hab dann mal so ein bisschen was kompostiert, kann ich eigentlich nochmal gerade nachfüllen. Das geht ja echt ruckzuck. So, dann tun wir das einmal da rein. Und das nächste, was wir machen sollen, Craft the Sieve and the Stringmilch, haben wir. Collect Rainwater in an Oak Barrel or Melt Saplings in a Wooden Crucible. Machen wir gleich. Craft Cobblestone from the small stones that drop from sifting dirt. Dann sieben wir doch mal ein wenig dirt. Wie ihr seht, das geht jetzt 7 Milliarden mal schneller. So, wir haben 44 Stone Pebbles, Carrot Seeds, Seeds und Melon Seeds. Das ist super. Und wir haben Cobblestone. So, was machen wir jetzt mit dem Cobblestone? Gar nichts. Nein, Spaß. Ich werde auf jeden Fall noch weiter Erde sieben müssen, weil das wird nie im Leben reichen. Aber was ich auf jeden Fall jetzt schon mal machen könnte, wäre halt schon mal diese ein wenig Wasser sammeln. Dafür würde ich dann nochmal Crucibles machen. Quatsch, Crucibles. Food Barrels. Die platziere ich dann genau dahin, wo ich sie nicht haben will. Die platziere ich dann einmal hier. Die Ecke muss ich dann gleich auch noch zumachen. Den Dirt holen wir hier nochmal raus. Wir bräuchten jetzt auf jeden Fall einmal Lava. Wenn wir mal gucken, wie wir an Lava rankommen. Ja, okay. Zeigt uns alles gerade nicht so wirklich viel aus, ne? Auf jeden Fall. Wir kommen an Lava ran, indem wir einen Crucible machen. Ein Unfired Crucible. So, dafür brauchen wir Clay und Bone Meal. Bone Meal kriegen wir, indem wir das ziehen. Und Wasser ist ja kein Thema. Ich will jetzt auf jeden Fall gerade hier die Erde durchsieben. Oh, Carrot Seeds und Grass Seeds. Grass. Machen wir nochmal eine Truhe fertig, damit wir schon mal eine Doppeltruhe haben. Und tausendmal mehr Speicher. Da das ja relativ schnell geht, würde ich sogar sagen, wir machen jetzt einmal einen Wooden Hammer. So, und machen das einmal komplett zu Dust. Bodypart Template Extra Bit. Brauchen wir nicht. Hab ich so beschlossen. Oh, ich habe mir so zwischen den Folgen auch schon mal überlegt, was ich hier aufbauen möchte. Und ich glaube, das wird richtig, richtig geil. Glaube ich. Also, ich habe mir echt schon überlegt, wie wir die Hauptbase aufbauen werden. Und da würde ich ganz ehrlich sagen, die wird super. Das wird Jungle Seeds, Spruce Seeds, super. Nee, weiß ich schon, wie ich hier diese Hauptinsel aufbauen werde. Also, wo es zu den verschiedenen Inseln gehen wird. Und da könnte ich mir echt vorstellen, dass das so einigen gefallen wird vom Aussehen her. Und ich glaube, das wird, ohne zu übertreiben, das könnte eine meiner besten Base-Designs werden. Oh, jetzt sind die Erwartungen schon mal hoch. So, 16 Dust. Und wir haben einen Bone Meal. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das war jetzt nicht so wirklich erfolgreich. Ich glaube, das Beste ist, was wir jetzt machen können, wäre eine kleine Mob-Farm. Da würde ich auch gar nichts Großartiges aufbauen. Erstmal so eine, wo wir so eine, diesen Gang, sag ich jetzt mal. Dass wir mal ein paar Skelette spawnen können.
Da mache ich jetzt hier schon mal einen Gang rüber, aber einen Zweiergang. Wie man vielleicht bemerkt hat, repariert sich auch die Wooden Hatchet hier. Das ist ein Faktor durch den Modifier Ecological, weil es aus Holz ist, repariert es sich selbst. Ich glaube, das soll so vom Thema her Nachwachsen der Natur oder so eine Scheiße sein. Aber naja. So, just to the fact oder so ähnlich. So, mach mal hier schon mal so ein bisschen Plattform hin. Dann. Wie machen wir das jetzt hier? Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Ja, so. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und dann bauen wir das einmal so rundherum hier aus. Das heißt, ich müsste hier einen Dreier- oder einen Vierergang sogar machen. Da, jetzt haben wir schon 14 Durability wieder. Klar, das ist jetzt nicht das Beste, aber es ist schon mal etwas. So. Zack und zack. Sehr schön, das breitet sich dann. Das werde ich noch alles höher setzen müssen. Also ungefähr auf diese Höhe. Weil so habe ich dann ein paar Probleme ranzukommen. Also an die Gegners. Also oder auch an den Loot. Weil, da können dann Spinnen durchkrabbeln, wenn welche da überhaupt spawnen. Aber naja, kümmern wir uns jetzt mal hier um die Sache. So. Gibt es eigentlich hier den Wooden Hopper? Ne, nur einen Blaze Hopper. Shopping Cart, ja sicher. Oh, ich glaube, wenn wir irgendwann mal was mit Deco. Also so wieder ein Massenprojekt machen, wo DecoCraft drin ist, weiß ich schon, was ich aufbauen werde. Oh, das könnte geil werden. Mann, ich habe jetzt schon so viele Ideen zu bauen. Idee zu bauen, Junge. Und wir brauchen mehr Slabs. Danke. Danke für das Holz. Wieso ist es passiert eigentlich sowas immer in Aufnahmen, dass ich mir einen Baum in die Fresse spawnt oder so eine Scheiße? Boah, ist jetzt auch wieder ein bisschen scheiße weg gerade. Naja. Wir kümmern uns jetzt auf jeden Fall einmal darum, dass hier die Base ausgebaut wird. Falls ich jetzt solche Fragen, wieso ich jetzt eine Mobfarm schon mal aufbaue, so etwas und nicht einfach auf das nächste Sieve Mesh gehe, also auf das String Mesh, auf das Flint Mesh, wir brauchen so oder so, oder so können wir dann schon mal ein paar Ressourcen schon auch schon mal sammeln, wie Rotten Flesh und sowas. Sehr schön. Das ist perfekt. Packen wir. Nee. Das dahin. Einmal hier rundherum.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist super. Ich bin irgendwie gerade noch am Selbstverneißen, ne? Aber muss man ja auch mal machen, so ein bisschen Selbstlob. Es stinkt zwar ein bisschen, aber sollte man sich auch mal gönnen. Du da, genau du, der gerade zuschaut. Wann hast du dich selbst mal, letztes Mal selbst gelobt, oder? Ist schon was her, ne? Daher könnte ich sagen, du bist super. Ich kenne dich zwar nicht, aber du bist super. Ganz sicher. So, genau, da kommen wir jetzt dran. Dann können wir jetzt einmal schnell unsere Hatchet reparieren. Reparieren. Passt. Wollen wir uns ein bisschen Holz. Das geht ja durch Orkskelette und so weiter so super schnell. Oh. Dann einmal vollfressen. Oder so gut es zumindest geht. Ja gut, dann muss ich mich einen Block hochbauen, damit ich da rankomme. Aber das ist kein Thema. Wir brauchen auf jeden Fall eine schnellere Axt. Vor allem eine besser haltbare. Ist eigentlich Passwort-Fängs hier drin? Können wir ganz schnell schauen. Carbon? Sieht schlecht aus. Add. Genau, ist nicht drin. Dachte ich mir schon. Wäre ja zu schön gewesen. Oh, mal kurz strecken. Ja. Dann einmal die hier nochmal schnell. Die hier nochmal schnell reparieren. Aber ich muss sagen, Tinkers Konstrukt hat sich so super verändert. Generell Modded Minecraft ist meiner Meinung nach viel, viel angenehmer geworden. So, ich bin nochmal gespannt auf das neue Speichersystem hier. Ich habe Sky Factory 3 zwar schon mal gespielt, aber nicht wirklich allzu weit. Weil das war noch zu so dieser Phase, wo ich wirklich so extrem gehypt war auf alles, was schwer ist und so weiter, ist super, ne? Kennt ihr ja. Kappa-Mode. Aber naja. Gehe ich gleich mal drauf ein, denn viele werden jetzt einfach nur sagen, ja, der geht eh wieder aufs ME-System und Ende. Falsch. Applied Energistics ist gar nicht in dem Modpack drin. Denn zu dem Zeitpunkt, als Break Donut dieses Modpack gemacht hatte, war Applied Energistics noch gar nicht für diese Version verfügbar. Und ich bin auch ehrlich, ich finde, man braucht ME auch hier gar nicht. Denn es gibt ein Auto-Crafting-Item-Speichersystem, das so ziemlich ähnlich wie es im System ist. Und zwar ist das Refined Storage ein meiner Meinung nach sehr gelungener Mod. Zwar nicht so extrem ausgebaut wie das E-System, also Applied Energistics, aber dennoch cool gemacht. So, sehr schön, alles ist rot. Dann gehen wir einmal ein wenig weiter weg, damit hier in Ruhe Monster spawnen können. Ist schon was gespawnt? Nein. Alter. Ah, jetzt spawnt was. Drei Zombies, oder? Jip. Ich glaube, ich müsste mir ein Schwert machen, oder?
Jawohl, ein Knochen. Und eine Kartoffel haben wir, super. Aber ich sollte mir echt ein Schwert machen. So, einmal hier Bäume fällen. So. Ja, machen wir jetzt mal ein Schwert. Weil so viel wieder jetzt spawnt, da würde es sich anbieten. So, Sword Blade. Ich mache das gute alte White Guard. Ich habe einfach wieder Lust bekommen auf normale Breitschwerter. Zack und zack. Vielleicht mache ich mir nochmal irgendwann andere Waffen. Aber gerade bin ich auf diesem Trip. Gefällt mir wieder ganz gut. So. Dann kommt mal her, ihr Schnuggis. Schon tausendmal angenehmer. Was aber hier? Silver Crystal City, sagt mir gerade gar nichts. Oh, die droppen auch Knochen. Damit sollten wir eigentlich auch schon alles zusammen haben für ja, wir haben einen Bongel, haben wir über. Jetzt brauchen wir nur noch Clay und Wasser. So, dann machen wir nochmal den Oak Crucible. Wir brauchen einen Slab und sechs Holz. Zack, zack, Oak Crucible. Den können wir mal schnell hierhin platzieren. Ah, Fledermäuse spawnen jetzt auch schon. So, und da muss jetzt was rein. Da können Zepplinge auch rein. Gut. Ja, das dauert jetzt eine kleine Zeit. In der Zwischenzeit können wir hier nochmal ein paar Shears machen. Gibt es eigentlich auch eine Stone-Schere? Ja, gibt es. Würde sich vielleicht eher anbieten, als die ganze Zeit Setlinge und Holz zu vergeuden dafür. So. Super. Kurze Info nochmal. Viele sagen ja auch immer, dass Minecraft auf dem absteigenden Ast ist und so weiter. Und es sich auch gar nicht mehr richtig lohnt aufzunehmen und so weiter. Ich bin ehrlich, ich werde es einfach weitermachen. Minecraft ist in meinen Augen so ein cooles Spiel. Ich liebe es. Und da wird sich jetzt auch nicht allzu viel dran ändern. So. Die Slabs können wir hier nochmal kurz nehmen zum Reparieren. Oder auch nicht. Dann mache ich jetzt aber nochmal schnell hier einmal kurz vollwuddern. Was haben wir hier eigentlich für ein Biom? Plains. Das ist super. Und ich sag mal so, wenn alles glatt läuft, dann haben wir in einer der nächsten Folgen sogar schon einen Cobblestone-Generator. Ich kann mir vorstellen, dass das sogar schon in der nächsten Folge passiert. Da werde ich aber Oski noch für etwas sieben müssen.
Komm, wir machen das einfach mal hier dicht. Weißt du, jetzt wollen wir da lief. Ja gut, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich werde. Nein! Das hatte ich ja jetzt komplett vergessen, dass es passiert. Dann muss ich eben einmal so machen, damit wir auch schön weiter kompostieren können. Ich werde jetzt Oski noch ein wenig Dirt produzieren, sieben, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein!